Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht heute wieder um die Brixton. Ja, warum jetzt schon wieder ein Brixton-Video? Ganz einfach, zum einen, weil ich die Hyper immer noch nicht habe und zum anderen, die beiden anderen großen Saisonkennzeichen sei Dank, darf ich erst in 2 Wochen fahren. Ja, heute wollte ich ein bisschen Offroad fahren, also einfach einmal abseits der Straße. Und da habe ich mich daran erinnert, vor ca. 40 Jahren gab es bei uns in der Nähe im Wald eine Strecke, die nannten wir die Teufelsbahn. Und da habe ich mir heute gedacht, fährst du doch da heute mal hin und schaust da mal, ob es die Teufelsbahn gibt. Naja, seht selbst. Also ich muss dazu sagen, bei uns gibt es viele Feld-, Wald- und Wiesenwege. Die sind also nicht mit einem Rotschild gekennzeichnet. Da kann man also legal auch noch fahren. Ich muss euch natürlich sagen, normalerweise fahre ich nicht solche Trampelpfade. Also das habe ich heute fürs Video extra gemacht. Ja, und jetzt seht ihr schon, jetzt sind wir da. Da war früher die Teufelsbahn. Dann fahren wir doch einmal rein, schauen wir mal. Jawohl, das gibt's noch, aber mittlerweile natürlich schon recht zugewachsen. Wie wir damals mit unserem Mofas da herumgeräubert sind, war das natürlich noch ein bisschen anders. Aber ihr seht, es geht schon noch. Also es gibt eigentlich nichts, wo man mit der Brixton nicht hinkommt, na, da das Ding natürlich auch recht leicht ist. Es ist ja im Prinzip, ja, wie ein Mountainbike oder wie ein Mofa lässt sich das fahren. Na, und da, wo man früher mit dem Mofas durchgekommen ist, da kommt man heute natürlich auch mit der Brixton durch. Aber ich muss euch sagen, das macht richtig Spaß mit dem Teil. Ja, gerade Offroad, eben weil es so leicht und handlich ist, es macht absolut total Laune. Also ich muss sagen, ich bereue es nicht, dass ich mir die Brixton gekauft habe. Das ist wirklich eine ideale Ergänzung zu den Straßenbikes. Ja, man darf jetzt hier natürlich keine Motocross-Maßstäbe anlegen, aber einfach ein bisschen Offroad fahren, das macht also doch ganz, ganz großen Spaß. Ja, das müssen dann nicht immer solche Teufelsbahnen sein. Das kann, so wie hier jetzt auch, ein ganz normaler Feld-, Wald- und Wiesenweg sein. Ja, Luftlinie vielleicht 800 Meter entfernt, habe ich mich erinnert, mitten im Wald, da war doch auch damals so eine Bahn, wo man öfter mit den Mountainbikes oder eben mehr Mountainbikes, gab es ja damals bei uns noch nicht, mit den Offroad-Fahrrädern und mit den Mofas dann auch gefahren sind. Also wollte ich da natürlich auch mal schauen, ob es die Bahn noch gibt. Also ihr seht schon, dieser Tag heute, da bin ich also ja auf den Faden meiner Jugend gewandelt. Brixton sei dann. Und ich sage immer, Kollegen, es ist nie zu spät für glückliche Kindheit. Ja, und das hatte ich heute. Also ich habe wirklich eine Unmenge Spaß heute bei der Fahrt. Also wirklich wesentlich mehr als auf Asphalt. Jetzt geht es kurz nochmal den Flurbereinigungsweg und jetzt rechts ab, wieder in den Wald. Ja, es war teilweise sehr rutschig, war auch ziemlich kalt noch, wie ich gefahren bin. Also ich schätze mal so irgendwo um die 0 Grad. Man sieht es auch teilweise im Video, ist noch überall raureif. Aber wo es getaut hat, war es dann auch wirklich richtig heftig rutschig. Aber dank der grobstolligen Bereifung, der Felsberg 125, hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Gut, und zu viel Gas geben, dass das Hinterrad durchdreht, kann man bei der Brixton mit den sagenumwobenen 11,5 PS eigentlich auch nicht. Also da braucht man sich auch keine Gedanken machen. So, jetzt geht's links. Da muss es irgendwo gewesen sein. Ja, das sieht man jetzt, da ist noch alles gefroren im Schatten. Ja, und da hätte ich fast ein bisschen einen Abgang gemacht. Da hat es mir dann doch beim Bremsen etwas das Hinterrad weggezogen, weil es schon wirklich extrem schwierig war, das Ganze. So, und schon sind wir wieder im Wald und da müsste es jetzt irgendwo gleich kommen. Jawohl. Ja, und siehe da, das wird immer noch genutzt. Also da sieht man auch gleich, wurde sogar provisorische Schanze hier montiert von den Jugendlichen, die hier immer wieder fahren. Also, es gibt es noch. Unser Erbe ist in guten Händen, so wie es aussieht.
Ja, und da sieht man schon, es ist teilweise doch recht heftig. Es geht ziemlich bergauf, teilweise sehr heftig bergab. Schauen wir mal, fahren wir mal eine Runde außen rum und probieren mal, ob man hier die alte Bahn auch noch durchkommt. So, jetzt müsste es gleich rechts kommen. Also, man muss dazu sagen, es ist natürlich nicht ganz legal, was ich heute gemacht habe, aber es wird wirklich stillschweigend geduldet. Also, das seht ihr auch anhand dieser provisorischen Schanze. Das wird heute nach wie vor so genutzt, wie es damals auch der Fall war. Ja, das war jetzt ein heftiger Baumstamm, wo ich drüber bin. Und jetzt ein bisschen durch den Wald, jawohl, und runter und drauf. Es ist also wirklich unglaublich, was das Teil, die Brixton, was die alles mitmacht. Also ich glaube, da gibt es wirklich nichts, das die nicht mitmacht. Wirklich interessant, hätte ich so gar nicht gedacht. So, und dann ging es wieder rauswärts. Jetzt wieder auf in Richtung Heimat. Aber mal schauen, vielleicht kann man ja heimwärts einen anderen Weg fahren. Ja, ansonsten, ich bin jetzt natürlich seit dem letzten Video wieder knapp 100 Kilometer gefahren. Es funktioniert alles, es läuft alles. Griffheizung, da bin ich sehr dankbar. Also auch heute wieder. Ich bin ja heute, bevor ich den Offroad-Abstecher gemacht habe, bin ich ja schöne Tour wieder auf der Straße gefahren. Heute früh deutlich unter 0 Grad. Also es ist wirklich ein absoluter Genuss. Also die Griffheizung, muss ich sagen, möchte ich nicht mehr missen. Das war mit die beste Investition, was ich bisher getätigt habe. Soweit, wie gesagt, funktioniert alles. Ich meine auch, sie wird von der Endgeschwindigkeit langsam etwas freier. Also mir ist eigentlich jetzt kaum mehr unter 80 km/h unterwegs. Je nach Windverhältnissen natürlich, das spielt bei der 125er natürlich eine große Rolle. Aber ja, man bewegt sich so zwischen 80 und 90 Kilometer im normalen Fahrbetrieb. Manchmal, wenn wirklich gar kein Wind ist, dann geht sie schon auf 95 km/h hoch. Aber da darf dann wirklich kein Lüftchen sich regen. Aber mir reicht es also vollkommen. Ich bin absolut mit der Leistung zufrieden. Ich habe es ja schon im letzten Video gesagt, wenn ich es schneller angehen lassen möchte, dann nehme ich halt einen meiner großen. Aber es ist wirklich total entspannend. Die Brixton, die entschleunigt ganz einfach. Man ist einfach die Ruhe selbst, man ist die Gelassenheit selbst und dann wird es auch automatisch gemütlicher. Also ich kann das jedem nur empfehlen, sollte man wirklich mal probieren. Das ist wirklich das ideale Zweitfahrzeug. Es muss nicht gleich ein 500er sein als Zweitfahrzeug. Man kann wirklich auch mit so einer 125er unglaublich viel Spaß haben. Ich habe es selber mir nicht vorstellen können, gebe ich ehrlich zu. Aber doch, also ich bereue es wirklich nicht. Ich bin wirklich froh, dass ich mir dieses kleine Bike noch gekauft habe. So, jetzt geht es wieder zurück. Erst einmal wieder über Feld, Wald und Wiesenwege, bevor wir dann wieder abbiegen in den Wald. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, normalerweise würde ich solche Trampelpfade natürlich nicht befahren, aber ich habe heute wirklich für das Video einfach mal eine Ausnahme gemacht und ich bin absichtlich in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr hier gefahren, damit, ja, eben auch möglichst wenig Spaziergänger, Fußgänger, Radfahrer, was auch ich, hier meinen Weg kreuzen. Zwischen 12 und 1 habe ich mir gedacht, der normale Mensch, der ist da beim Mittagessen und genauso war es auch. Also ihr habt es gerade gesehen, es sind zwei Personen mit Hund entgegengekommen und das war es dann auch schon, was mir hier auf der ganzen Fahrt begegnet ist. So, ja, es wird jetzt langsam ziemlich eng schon wieder. Aber wie gesagt, es gibt doch fast nichts, was es so Brixton-Felsberg aufhalten könnte. Na, jetzt wird es dann gleich ein bisschen schmal, der Weg. Das ist dann wirklich auch nur so ein Trampelpfad, den ich hier gefahren bin. Ja, auch die Bäume stehen teilweise sehr eng, also da muss man schon aufpassen. Aber wie gesagt, wir wollen ja hier keine Motocross-Einlage machen. Es geht ja einfach nur um Motorradwandern und um Spaß bei der Sache.
Also da freue ich mich auch, wenn ich mir das Video anschaue. Ja, es ist einfach wirklich ein tolles Erlebnis, selbst wenn ich jetzt hier nur das Video sehe. So, und wieder zurück auf den Feldweg. Und ab Richtung Heimat. Oder vielleicht doch einen ganz kleinen, einen winzig kleinen Abstecher auf die Teufelsbahn, bevor wir endgültig nach Hause fahren. Mal überlegen. Ja, ich glaube noch einen Abstecher auf die Teufelsbahn. Also, rein damit. Ja, ihr habt schon gemerkt, das Mikro war heute an, aber die Position von der Kamera war anscheinend nicht so toll. Das klappert und vibriert und scheppert. Ich muss mir also hier das nächste Mal einen anderen Montageort für die Kamera aussuchen. Ich hoffe, dass wir dann das nächste Mal auch einen besseren Ton haben werden. So, das soll's aber gewesen sein fürs Erste. Jugenderinnerungen sind aufgefrischt, also von daher fühlt man sich doch gleich wieder 40 Jahre jünger. Also, nee, wirklich, es hat einfach einen Heidenspaß gemacht und ich glaube, das war nicht die letzte Offroad-Fahrt, die ich hier in der Brixen gemacht habe. Ganz entspannt, ganz locker, einfach nur Spaß. So, na gut, jetzt geht's also wieder auf die Straße und ab Richtung Heimat. Na, das sieht man jetzt auch, das ist nicht allzu lange bis zu mir nach Hause, da kann ich fast hinlaufen. Aber ja, man hat ja als Erwachsener so viel zu tun, da hat man dann natürlich nicht mehr die Zeit, um an die Orte seiner Jugend auch einmal wieder hinzuschauen. Aber ihr seht's, mit der Brixen wird man wieder leben. Gas, wenn es schon den Berg nach unten geht. Ja, man sieht auch, nee, das, wobei hier kann man es jetzt nicht so sehen. Ich habe heute früh das Video, wo ich gemacht habe, da würde man das besser sehen. Obwohl man eine recht grobstämmige Bereifung hat, sind also mit diesen Reifen durchaus ordentliche Schräglagen möglich. Ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte kein großes Vertrauen in diese China-Reifen, aber die sind besser, als man eigentlich denkt. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dacht. Und dann noch mit so einem Spaßfaktor.